Herzlich willkommen zum ersten Gameplay von dem neuen Spielmodus High Stakes. Und zwar ist gerade eben das Update rausgekommen. Ich habe es mir natürlich direkt geholt und wir sind gerade dabei, es zum ersten Mal zu spielen. Ich habe mir es schon mit Herr Gleich zusammen angeguckt und ich gucke jetzt einfach mal, wie es sich so spielen lässt. Ich habe auf jeden Fall Schild bekommen. Warum auch immer. Okay, da vorne ist ein Tresor. Das bedeutet, ich gehe jetzt mal hier hoch. Ich muss mal gucken, wie viel Mats man bekommt. Okay, Mats bekommt man auf jeden Fall mehr als normal. Der Typ hat Hits kassiert. Hab den. Okay. Nice. GG. Okay. Alter. Triggered. Er spammt mit der Burst. Okay, nice. Die haben wir auch. So, schon ein. Drücken wir mal eben den Chuck rein. Jo. Und liegen auch noch Leggy Bursts. Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar keine Pump gesehen. Ich hoffe, dass Double Pump endlich zurück ist. Ich hoffe es einfach. Weil sie haben in den Patch Notes geschrieben, dass irgendwas ist mit. Mit dem Switchen. Dass es irgendwie besser funktionieren soll. Und wenn es wirklich der Fall ist, dann wäre es echt ziemlich nice. Oh nein. Ich höre das noch mal. Bruh. Die Bullets. Was er direkt wieder zu viel gefunden hat. Der Asi. Oh nein. Oh mein Gott, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ach du Heilige. Ah. Hallo. Wie alle direkt auf den Tresor geiern, Alter. Ich krieg die Krise. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass ich den Spielmodus in irgendeiner Weise rocken kann. Hier ist noch ein Medikit. 2 Minuten, bis der Border bei mir angekommen ist. Nice, ich brauche den Tresor noch. Wo ist denn der Tresor? Ich weiß echt nicht, wo der ist. Müssen wir mal gleich gucken. Es gibt nur noch den einen Tresor. Der ist da oben. Den hole ich mir. Den hole ich mir ganz schön. Ganz, ganz schön. So. Den kann man, glaube ich, leider nicht kaputt hauen. Mach den noch auf. Nice. Okay. I have you. Nice. Das kann ja was werden. Okay. Das war jetzt mal langsamer, ne? Oh, shit. Man ist langsamer. Alter, ist man langsam. Hilfe. Das können, ist ziemlich schwierig, Solo-Score zu spielen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch dazu das hat, dass man noch langsamer wird. Das ist generell Solo Squad schon schwer und dann kommt noch dieses das dazu, dass man noch langsamer ist. Das ist schon hart, muss man sagen. Ich weiß nur nicht, was Autos gibt. Keine Ahnung. Ich habe mich noch nicht so krass mit dem Spielmodus auseinandergesetzt, wie ihr gerade merkt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die Autos sind. Ich weiß, ich sehe da drüben, dass ein Tresor noch offen ist.
unten ist. Das ist oben bei Tomato Temple. Da kann ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr hin. Deswegen gucke ich mal. Ach so, oben noch, oben ja, links ist, wurden die Farben gechanged. Das bedeutet, man hat jetzt so einen Strich an der Seite. Ja. Gucken wir mal. Wir gehen mal hier rein. Und Leute, hier ist ein Bug drin, ne? Auch wenn man zum Beispiel hier rausgeht, dann hört ihr auch dieses, da, zack. Das bedeutet, andere Spiele hören euch schneller. Ich hoffe, der Bug wurde inzwischen gefixt, weil das war echt nervig. Get away. Ein Enemy. Da ist noch ein Auto. Okay, da sehe ich ein Auto. Das Auto ist... Nein! Was? 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 Hallo? Hä? Als ob! Fliegt jetzt einfach mit dem Bus davon, oder was? Hä? Egal. Check ich nicht. Vier Leute nur noch am... Vier Leute nur noch am Leben auf der Zone, Leute! Was ist denn das? Drei Leute, was? Wie das? Hä? Als ob die sich so schnell bekämpfen. Hä? Was ist denn das? What? Ich verstehe es irgendwie nicht. Warum? Wie können die sich... Hä? Die bekämpfen sich ja überschnell. Die bekämpfen sich ja schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Was ist das? Hä? Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Wie kann man sich denn so schnell bekämpfen, dass es nur noch auf der Zone drei Leute leben? Heilige. Ich glaube, jetzt muss man... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man alle tötet, dass man dann... Ich hoffe mal, dann gewinnt man. Ich hoffe das zumindest. So. Jetzt gucken wir mal. Ich... Oh, nee, wenn die jetzt in Loot Lake campen, raste ich aus. Die beiden Tresore sind noch außerhalb. Da oben ist der Battle Bus. Den kann man sich schon snacken, eigentlich. Ich weiß nicht, was dann genau passiert. Ich glaube, ich muss... Na, die Tresore, da komme ich jetzt niemals mehr hin. An die Tresore komme ich niemals mehr hin. Leute, ich muss jetzt warten da vorne, bis jemand kommt und den dann töten. Da hinten läuft schon jemand. Nicht getroffen. Bruh. Was? Oh mein Gott, er trifft mich natürlich im First Shot. Wer kennt's nicht? Ach, man kriegt das... Ah, guck mal, wie cool, man kriegt immer Schild. Oh mein Gott. Alter, baut mal langsam durch dieses... Hau mich da runter. Oi, oi, auf. Adapter Pump. Warte mal. Da ist er tot. Guck mal, wie geil. Der Spielmodus ist richtig nice, Leute. So, einen Moment, ich muss mal eben was ausprobieren. Ganz kurz wenigstens. Hat der denn nicht eine Pump gehabt? Da ist mir das nur eingebildet. WTF, da hat doch das Safe eine Pump gehabt. Übrigens, Leute, die Legendary Bolt wurde aus dem Spiel genommen. Warum? Eine Bolt. Das ist doch doof. Weil das finde ich das einzige doof an dem Update, dass halt die Bolt rausgenommen wurde. Aber was ich gut finde, eine SMG ist wenigstens schon mal weg. Das ist doch immer noch da, WTF. Ich verstehe es nicht. Hallo? Also, den Grappler nehme ich mal mit. Ich nehme jetzt einfach mal den Grappler mit und guck einfach mal. So. Gehen wir noch da oben. Ist ein bisschen zu laut. Victory Royal, Leute. Da haben wir den ersten Win in der ersten Runde. Solo Squad. Nice.
Ja, Leute.